Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mafia 3 und wir sollen in den verdammten Wagen stehen. Daher ein bisschen zynisch und ein Format. Verdächtige Person in Fahrzeug. Einheit vor Ort hat Ermittlungen aufgenommen. Wie jetzt? Wir sind doch schon entkommen. Hallo? Oh. So lässt sich offenbar fahren. Wir haben den Cops schon abgehängt. Wieso müssen wir nochmals abhängen? Wir sind ja ohne Cops da gewesen. Also, tut mir leid, aber wir waren ja ohne Cops da. Sie haben uns nicht verfolgt. Und plötzlich waren sie wieder da. Ich finde das sehr, sehr, sehr komisch. Aber... Wie ich fahre, ist wenn ja auch wenn wir hier komisch. Lebend rauskommen, schlafe ich auf einem Bett aus Titten. Scheißegal, was es kostet. Wird sie weg? Ja, ja, Mann. Alles klar. Ich wusste, dass wir es schaffen. Ich wusste es. Wir sind reich. Oh, falscher Knopf geklickt. Gut, wir müssen also irgendwie, was? In die Karte schauen, um wieder ein neues Ding zu markieren? Aber wie brauchen wir denn hier überhaupt was? Robbing people with a six gun. I fought the law. Aber die können mich alle mal. Und wohin jetzt nun? Wir sollen die Karte öffnen, um nun ein Ziel zu markieren. Aber wohin denn nun mal? Wir haben hier kein Ziel, wir haben hier nichts. Aber hier oben ist nichts. Oh, total falsch. Ah. I fought the law and the law lost. Warte mal kurz. Da war da auch noch was. Aber wieso laden wir jetzt? Ich wollte doch da hinten noch was holen. Aber gut. Wie viel ist das? Bisschen mehr als 2 Millionen. Für jeden. Heilige Maria, Mutter Gottes. Wenn wir hier durch sind, dann rufe ich einen Typen an, den ich kenne und sage ihm, er soll uns 3 Nutten rüberschicken. Nichts da. In dieses Haus hier kommt mir keine Nutte. Sicher? 2 von denen sind allein für dich. Diesmal ficke ich in meinem Schlitten. Das will ich auch hoffen. Mein Leben lang hat mir immer jemand gesagt, was ich tun oder lassen soll. Musste mir anhören, wo ich hingehen soll, wie ich hingehen soll und mit wem ich hingehen soll. Aber jetzt... Nach diesem Ding. Jetzt wird alles anders. Ich meine nicht das Geld, sondern Freiheit. Wirkliche Freiheit. Ich muss mir von keinem mehr was sagen lassen. Und das gilt für uns alle. Vouloir, c'est pouvoir, hein? Wer ist denn da? Der Meister persönlich. Hey, da bist du ja. Danke. Ich hab euch wen mitgebracht. Macht's dir was aus, 2 mehr einzuschenken? Na, aber mit Vergnügen. George hat erzählt, dass der Überfall beinahe in die Hosen gegangen wäre und Lincoln euch den Arsch retten musste. Auf den Jungen kannst du stolz sein. Bin ich, Sal. Sogar mächtig stolz. Junge, Junge, dieses Zeug haut vielleicht rein. Dazu. Hat jemand was dagegen, dass der Kerl reinkommt, der meinen Anteil mitnehmen soll? Ja, rein mit ihm. Wenn ich einen krieg? Hier ist ein Kornwhisky. Da kriegst du Haare an den Eiern von. Sind die alle gleich? Nein, nimm gleich den höchsten. Ist dein Anteil mit meinen Schulden. Ich hab noch was draufgelegt wegen dem Ärger. Ohne dich hätt's nicht geklappt, Sammy. Jungs, ihr wart spitze, danke. Na. Warum holst du uns nicht deine guten Tropfen? Wir müssen noch anstoßen. Ja, das darf ich dir nicht zweimal sagen. Mach dich voll. Hoch die Tassen. Weißt du, Lincoln, ich habe noch nie einen tafferen Hurensohn gesehen als dich. Aber du hättest nicht Nein sagen sollen. Na, wo soll es denn hingehen? Dämliche, beschissene Nigger. Los, schnapp dir die Tasche, wir gehen.
bei Sammy ankam, stand dort alles in Flammen. Warum ich da überhaupt hin bin, weiß ich nicht. Glück. Göttliche Vorsehung. Oder irgendwas anderes. Unserem größten Coup sind wir nun fast. Als ich Lincoln aus den Flammen zog, kam er kurz zu Bewusstsein und bat mich, John Donovan anzurufen. Das habe ich dann getan. Ich wünsche mir so oft, ich hätte ihn nicht angerufen. Mr. Donovan, kennen Sie diese Person? Sicher. Sir Marcano. Mhm. Und was ist mit diesem Dieser Mann? Dieser dreckige Mistsack ist Sals Bruder Lou. Hören Sie. Reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Was wollen Sie wissen? Haben Sie Lincoln Clay geholfen, Sal Marcano und führende Mitglieder seiner Mafia-Familie zu ermorden? Aber ja, selbstverständlich. Das sind also die Männer, die ihr töten wollt, ja? Das ist der Plan, Padre. Das ist aber ganz schön gefährlich, so wie ihr das vorhabt. Und was würden Sie vorschlagen? Dass Marcano es verdient hat zu sterben, will ich gar nicht abstreiten. Bringt ihn um. Aber dann muss Schluss sein. Das reicht noch nicht! Es ist genug, wenn du beschließt, dass es genug ist. Ich weiß, was Sal dir angetan hat, Lincoln. Aber ganz egal, was du tust, davon wird keiner wieder lebendig. Ja, niemand wird wieder lebendig. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Ich will diesem Bastard zeigen, was es heißt, alles zu verlieren. Ich werde die Ratte Stück für Stück vernichten. Aber das ist eine Sackgasse, Lincoln. Wenn du dich für diesen Weg entscheidest, gibt es kein Zurück mehr. Ich gehe jetzt zu Sammy und hol meine Sachen. Kommst du? Ich warte im Auto. Sie haben uns als Kinder gesagt, wir sollen noch die andere Wange hinhalten. Und nicht zurückschlagen. Das Problem ist, es geht nicht. Nicht im wirklichen Leben. Aber nur. Man kann nicht immer alles vergeben. Und manchmal muss man auch ein bisschen mehr machen. Ich muss es aber tun. Das ist die Antwort. Und ich frage mich, er ist ja lange auf dem Bett gelegen. Und der Herr ist immer noch so. Und ich muss mal kurz noch schauen. Wir haben die Optionen hier. Und die Audi.
So, lass mal auf 100, 0 drehen. Will er auch das Video dann auch an sich leise? Da fragen wir uns mal, ne? Willst du mir sagen, was wir hier... Aber wir haben jetzt keine Munition, nichts hier unten. Also, okay, alles normal. Schwachsinn. Wenn das alles wäre, würdest du dir eine XM21 schnappen, dir Farbe ins Gesicht schmieren und alle wären vor dem Abendessen tot. Und du bräuchtest sicher keine Einsatzzentrale, alle wären tot. Scheiß, den ich organisieren soll. Als ich zurück war, hat Makano mir das Hollow angeboten. Er meint, es ist Zeit, dass Sammy in Rente geht. Ich hab's abgelehnt. Du glaubst, was passiert, das war deine Schuld. Schwieriges anders zu nehmen. Was hast du denn gedacht, ich kann auch mal ein bisschen driften. Eine kleine Party für Sammy schmeißen, auch mal klar, eine goldene Uhr schenken und eine Medaille mit Glückwünschen zum Renteneintritt. Wir wissen beide, es gibt nur einen Weg raus aus diesem Leben. Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ich werde die Stadt übernehmen, Bezirk für Bezirk. Makano wollte, dass ich das Hollow leite. Scheiß auf ihn. Wenn ich fertig bin, gehört mir die ganze verdammte Stadt. Lincoln, komm wieder her! Da heiratet sie einen Arzt, sogar einen Chirurgen und besteht trotzdem darauf, weiterzuarbeiten. Hä? Ach, da unten? Und müssen wir wieder... Okay, das ist aber ganz komisch. Wir müssen da so irgendwie nach unten, so gesehen, ne? Donovan. Na gut, steig mal ein, mein Freund. Wo war ich gerade? Pass auf! Das sieht da aus nicht? Was ich gerade sagen? Das ist genau hat das, er was uns ich nicht gesehen? Vorausgesetzt, dass dir das alles nicht so viel ist. Boah, also irgendwie ist er manchmal ein bisschen komisch, der Herr. Ach, keine Ahnung, vielleicht weil man dir in den Kopf geschossen hat? Ich bin vielleicht kurz aus dem Tritt gekommen, aber das wird wieder. Ist ja immer so. Da hast du allerdings verdammt recht. Noch was. Ist keine große Überraschung, aber die meisten Cops hier hat Cell in der Tasche. Ja, hab mir das schon gedacht. Bin nur vorsichtig. Wenn die Cops sehen, dass du dich mit Cells Gorillas zoffst, hast du sie am Hals. Mach nix, bringt nix, wir tun nichts. So ist eine Art, ne? Wäre es ja wahrscheinlich, wenn wir hier was können. Aber wir können ja nichts. So, wieder mal ein bisschen weiter. Von dannen gehen wir hier. Schollori, schollori, trollolo. Quitsch, 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 quitsch. Und wir sind wieder da. So, wir haben nur noch 100. Nee, nicht mal 100. Kann ich dich nicht doch mitnehmen? Nein, Mann. Alles gut. Ich bin im Motel. Komm vorbei, wenn du fertig bist. Raus. Und hier... Was, hier rein? Ach, das ist auch das... Was ab... Hier ist alles abgebrannt, ne? Hier natürlich, da, wo wir fast abkapiert sind. Genau. Das sind so die Rückblendungen, die wir hier überall haben. Willkommen daheim, mein Junge. Shit. Okay, wer säuft sich jetzt alles die Hunde voll? Seine Karre ist der Hammer. Hier waren wir irgendwo. Ich will nicht der Chef von Hollow. Nee. Was zum Geier? Das sind also Rückblendungen. So sieht man sich wieder. Zumindest im Geiste. Ich hab's gewusst. Es gibt keinen Ton. Ich hab den Ton da ganz ausgemacht. Das ist eigentlich doof. Dann öffne ich hier kurz die Tür. Ich mach das nachher wieder an, ne? Ich kann das hier leider nicht antun. Das ist ne... Oh, nutze dein Kampfmesser, um Gegner mit tödlichen Überwältigungen anzugreifen. Ich schmeiß mal wieder die Option dann in Audio wieder rein, weil es sie würde. Ich habe nur gemeint, das wäre nur die Musik, aber dann ist er doof. So. Also sind wir eigentlich so gesehen im Spiel. Wir sind jetzt im Spiel, meine Freunde. Im
offenen Spiel, sprich mit Donovan möglichen Verbünden. Also wir können auch hier, was ist überhaupt? Draußen im Kampf wird alles Geld, das du erbeutest, in deiner Brieftasche bewahrt. Wenn du im Gefecht umkommst, verlierst du einen großen Teil davon. Also bunkere lieber im Safe. Benutze den Safe in Sammys Keller, um das Bargeld zu bunkern, das du in deiner Brieftasche sammelst hast. So. 1.600 ist, ich weiß, ob das viel ist. Ach, immer das Ganze rein. Okay, immer das Ganze wird reingeschmissen. Und wir gehen mal wieder rauf. Ach, im verbrannten Haus ist das. Okay. Aber sie haben jetzt eigentlich das abgebrannte, verwackelte Haus, das nicht mehr bewohnbar ist, zu unserem eigenen gemacht. Und ich denke mal, meine Freunde, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und das war's.